Hallo miteinander, ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play, mein erster Let's Play auf der PS3. Die Qualität ist leider ein bisschen tief. Ich fange jetzt gerade mal an mit einem NHL 13 Let's Play und spiele da dabei eine Saison mit dem HCD. Unser erstes Spiel, das habt ihr da gesehen, gegen Kloten Flyers. Ich habe den Ladebalken schon mal durchlaufen lassen und starte jetzt direkt mit dem Spiel. Ich werde auch nicht gross kommentieren, so viel vorne weg, sondern werden wir eigentlich einfach mal spielen. Weil es gibt ja auch einen Kommentator im Spiel rein. Everybody, Gary Thorne and Bill Clement, ready for some hockey? We are. Davos, Switzerland, that's where we are as we get ready for this matchup between HC Davos and Kloten Flyers. Kloten's point presence generally shows up in their offense. And Gary, they can play this kind of game because they've got players that launch lasers from the blue line. Great point shots. Meine Schwierigkeit im Übrigen ist auf Pro eingestellt. Delighted to have you with us, everybody. We're underway here in the first period. To Forrester. Misses that wide. Needs to clear. DuPont. To Nordgren. Middle ice with a puck. To DuPont. On the return, he's got it again. DuPont into the corner, receives that one on the wing, snaps it, snatched that one, nice glove save to Dubois, through center to Nordgren. Players looking for that puck, nobody can control. Here's a chance to move behind the net now. Arms up, we're going to get a delayed call here. Delayed penalty now will be assessed. Davos is going to pick up this penalty. It's a roughing call for 2 minutes. Ja, jetzt gibt's eine erste Strafe gegen mich. Yeah, well, this is Marham muss raus. Das ist mal eine computergesteuerte Strafe gesehen. Ich habe ja hinter dem Goal zu tun gehabt. Ja, es ist häufig in dem Spiel, dass das passiert. Der Gegner kriegt fast nie Strafe, wir werden es sehen im Verlauf der Zeit. Wenn ich mal im Powerplay spielen kann, dann ist das auch Wunder. Und 1:0 in Unterzahl durch das Sandro Rizzi. Ability to get a shot away in a hurry in that low slot area with that wrister works. I don't know if you can fault the goalie on this, Gare. The shot was just inside the post. Davos' lead at 1-0 as they get first blood. First period, you always want to get on the board because the longer you wait to score, the more your confidence can just kind of disappear. These guys are on the board. Oh, fast rausgeführt. Oh, Glück gehabt. Wenn er ohne hebt. On the five hole, squeezes the legs and denies the opportunity. Outstanding work in denying this one-timer. Sehen Sie da gerade nochmal da der Ablenker und dann kommt der Puck wieder vor. Das war aber der Schacken. Und auch nicht am Genoni vorbei. He's helping out with another save. Over 7 minutes gone in the first. Riz's goal has given him a one-up. Gets that one out of there in the short-handed effort. Good play. Bieber. Und aber das mal nicht am Puck. Power play opportunity. Let's see what they can do as they organize. Still has it in the offensive end. Und wieder 13. Wieder mit einem Gegenstoß. Oh, would he like to have that one back? That's a great scoring area. To Jenny. Good pass from the other side. Big save. Davos's penalty has ended. Get him over the boards, back on the ice. Teams are back at even strength. Und Strafe bestanden. They had the breakout right there in a 3-on-2. Mehr als 11 Minuten gespielt. 1:0 für mich. It's the goaltender who got it done.
Oh, Gary, this was a race to the twine and the puck lost. Ja, da wieder freie Schussbahn für den Klotner. Das muss noch besser werden. Able to pick that puck up and able to control it. What a play he makes with the glove. Und der Bürgler. Mit freiem Eis. Immer noch der Bürgler. Schön gemacht. Und der Jockey. Und der Steinmann mit dem Ablenker. Mit dem Abpraller, Entschuldigung. 2:0. Schön rausgespielt. Pass vom Bürgler auf den Jockey. Und der Abpraller landet genau beim Steinmann. Wir sehen das da nochmal. This guy practices saves low to the glove side. He gets most of them. He just couldn't get this one. Well, you get on the board first, and then you add that next goal. That's exactly what's happened here. It's a real focused approach that these guys have taken to the game. I mean, watch how they're playing. They're not sacrificing defense. Charoni. And that's why they have a two-goal lead. Good poke check to knock that away and break up the offense. Noch ein letztes Wort noch zu der Kader. Kader sind auf dem Stand, halb jetzt Game ist. Vielleicht mal gesehen, da der Seine noch bei Davos. Wenn dann beispielsweise der Wojtek Polak, der jetzt in echt eigentlich bei Davos spielt, so bei Kloten noch ist, wenn er ja letzte Saison war. Back to the point area. Punkt von letzter Saison. Und schon wieder kein Klot. Spray aufs Goal schiessen. Mit der Seine mit. Andere wechseln aus. Forster. Verliert der Puck. Mit der Biber. Noch ein bisschen unrealistisch, der Biber könnte den Forster aber niemals so wegchecken. Nice touch pass, puck off the ice, right back on the tape. Glove save and a beauty. Face off here as he covers the puck. Habe ich gesehen, die Tour zählt aufwärts, nicht abwärts. Habe ich das wohl neu eingestellt, das heisst vorher nicht 11 Minuten gespielt, sondern 9 Minuten. To Jenny. Tic Tac to Wick. There's a wide shot. Tadasek to Von Arx. Face off, ja, to the offside. Bisschen ungenau der Pass auf der Südkoda. Now that's an opportunity you'd probably like to have back. That's a shot. Da wieder eine Chance geklaut überhaupt. Ja gut, Backhand ist nicht so gefährlich. Da sehen wir jetzt Polak auf dem Eis bei Kloten. Linker Flügel. Und der Wieser hat Platz, kann gehen. Zieht durch. Böck kommt zum Ritzi. Noch 8 Sekunden im ersten Drittel. Und da ist die Linie auf dem Eis, bevor es 2-0 geschossen hat. Mit dem Steinmann am Bulli. Der gewinnt das auch. Und 3-0! Wieder Steinmann, wieder ein Abpraller. 3 Sekunden vor der Pause. 3-0. Wir sehen das jetzt gerade nochmal. Ramholz schießt, Gamichel stochert noch. Und dann ist es wieder der Yannick Steinmann, der genau richtig steht. Da. Und der Rüger ein drittes Mal bezwingt. Damit geht es nicht mit 3:0 in Pause, sondern mit 2:0 in Pause, sondern sogar mit 3:0. Souveräne Führung. 3:0 nach dem ersten Drittel. Da sehen wir nochmal das 1:0 vom Rizzi. Dann da die Chance vom Schacken. Nein, den sieht man nicht mehr. Und da ein Schuss, glaub, von Blum ist das gesehen. Das da ist bereits 3:0 vom Steinmann. Ja, und eben 3:0 steht es nach dem ersten Drittel. Das ist im HC Davos und der Kloten Flyers. Und wir machen weiter mit dem zweiten Drittel. Lange Zeit verlieren.
Good to have you on board, everybody. Our second period of play now underway. Lothar übernimmt dann aber relativ zügig den Puck. Oh, rebound, scoring chance. Eine gute Chance für Klotner. To DuPont. One timer, no good. Goaltender's move denied. Had it decided not to freeze it. Man, that's a dangerous pass to Beaver. Von Arx. Shot that one up through the middle. Two on two in the rush. Ah, bisschen steil gespielt. Up the wing side to Nordgren. That's a check it over to Puck. That's a nice long lead pass. In with Oi. Speed. Blocker save. Fast wär's. Gelungen. Und jetzt der Gegenstoß über den Stanzesco. Quick shot. Verzeucht. Picks it up in the offensive end. Quick opportunity. And that's where he wanted Lothar to take the shot besser. From, but he ended up well over the net. Looking back to the point. Aber right time, right place. Dazwischen. He blocked it. I don't even knew it. Kann befreien. Ja, und far dann hat der Böck ganz tief in die Zone, aber dort ist in Davos und passt auf Scheroni. Einfach mal in die Mitte. Und das Bulli vor dem Rüger. Ja, es stand natürlich 13-0, da muss Davos auch nicht unbedingt Gas geben. Well, Gary, I think goaltenders have the toughest jobs in all of sports, and this goalie is doing a nice job of his tonight. Puck loose, picks it up. Good positioning with that. Übrigens, vor dem Hockey Let's Play wird es nicht jeden Tag Erfolg geben, sondern nur von Zeit zu Zeit. Es ist auch nicht in echt jeden Tag ein Match. Oh man, there is Jimungus, and then sondern halt weniger Lust und Laune haben, das ist mehr so ein Nebenprojekt, wo ich da starte. Winger moves in to pick up that puck, good tie up in the face-off. Polak. Polak. Takes that one up the wing. Pretty good dump right there, not a lot on it, but it ends up in the offensive corner. Gewonnen. Dann habe ich ihn wieder raus. Oh, he wristed that one. Good use of the blocker. Talk about working that butt off. How about these two tonight in front of the net? Good cross-ice pass. Und der Rammholz da genau im richtigen. Oh, und dann wird dem Von Arx Böckli abgeluchst. Aber die restliche Mannschaft passt auf. Und da kommt wieder der Von Arx. Und da kommt der Tati-Check. Und der Von Arx muss zum Drittel aus. Kommt aber mit Tempo wieder ins Drittel rein und wird dann aber im entscheidenden Moment abgedrängt. It's returned to him. Dangerous territory, he'll clear it out in front of the net. Oh, es kommt nicht zum Drittel raus. Lothar hat jetzt den Druck ein bisschen erhöht. Sikora. Von Arx. Big wrist shot. That is not going to count as a shot on net. Well, from there you have to generate a shot on goal. Ja, der Bieber, der checkt so alles über den Haufen. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Soll ich den Bieber gar nicht in Erinnerung? Vielleicht, liebe Kloten-Fans, tun mir jetzt auch Unrecht, aber ich habe den Bieber nicht in Erinnerung als extremer Cash, der alles zu Boden walzen kann. One way to try and turn it around if you're behind like this, get physical. Vorher hat er den Forster umgenietet, jetzt hat er den Sykora umgenietet, also zwei recht starke, zwei rechte Möcken. Oh! Loose puck and he gains control of it. Ja, der Seina erobert in der gegnerischen Zone den Puck, kann aber nicht abschließen. Damit nach wie vor 3-0, auch nach dem zweiten Drittel. Wir haben kein Goal gesehen im zweiten Abschnitt. Und ja, es war eine gute Szene, hätte es trotzdem gegeben, aber nicht gerade allzu viel. Darum fahren wir auch direkt fort mit dem dritten Drittel, dass das Video nicht zu ellenlang werden wird. Auch gerade noch ein bisschen skippen, wir sind da immerhin schon bei rund 15 Minuten angekommen. Das macht aber gar nichts, ich kann ja längere Videos aufladen. Und jetzt geht es da weiter mit dem dritten Drittel. Drops that one and we are underway here in the third. To Dubois.
Poking that one away in the defensive zone. Look at the reach. Controls that one. Oh, HCD. Good timing on that. Gets the shot off. Der Forster erobert den Puck und schickt den Tati Checker einmal auf die Eis. Aus dem Handgelenk. Süper, er geht an der Rüger ein. Richtig Hockey hat er. Süper, er nimmt die Weiß auf den Ring. Aber da im Spiel ist es nicht wieder so. Wir sehen dann nochmal den Handgelenkschuss von Tati Checker. Aus dem Nichts. Aber der Rüger ist gefasst. Kulis, 50-50, unentschieden. Sharoni wirft vom Liniger über den Haufen gecheckt. Der Marha holt den Puck, muss aber warten und verliert dann auch den Puck wieder. To Berger. To Liniger. Und es gibt eine Strafe, das Mal ist es wirklich eingesehen. Das Mal habe ich ein bisschen zu wild umgestochert. Mit einem Stopp, der mittlerweile bei Kloten spielt. Wir werden das hier gerne nochmal sehen. Da. Ja, da Haki noch. Beistellen. Und nochmal eine Überzahl. Bei der letzten Überzahl hat der Rizzi ja das 1:0 erzielen können für mich. Aber es ist auch trotzdem ein gutes Partner gewesen für den Kloten mit 5 Schüssen. He's got that one on the stick. That was just wobbled. Now it's bereits schon den Schuss auf Kiste. Rizzi fängt den Puck ab und startet gerade mal wieder einen Konterlauf. Schießt aber im Goal vorbei. He had a great chance. To Beaver. There's a pass on the return. He connected. That's a long pass from that defensive zone. That scoring chance, not a good angle. The shot off near the side of the net. Aber der Vonax bringt den Puck nicht raus. Und jetzt wird es gefährlich. Aber Genoni hebt. Big save off a one-timer. Südkor am Puck. Und wieder der Rizzi. To Rizzi. Wird zu Boden checkt. What a shot in the open ice area. The puck carrier never saw that coming. Checkt nach seinerseits aber auch der Klot nicht zu Boden. Und wieder der Rizzi und der Von Arx. Mit dem 14:0 in Unterzahl. Der hat ganz genau unter die Platte gefasst. 47. Minute. Reto Von Arx mit dem 14:0. Das zweite Goal in Unterzahl. Und wir schauen dann nochmal den Schuss unter die Platte an. Er hat wirklich ganz genau gepasst. Lotto, der Biber, glaube ich, ist zum Steigen. Ja, aber sonst alles zu Boden nietet. Und es steht 4:0. Der Match ist natürlich gelaufen jetzt. Oh, und jetzt gibt es noch eine Strafe gegen Kloten. Das, was ich vorher gesagt habe, wenn es kaum gibt, jetzt gibt es doch einmal eine. Stockschlag, meint ihr, der hohe Stock? Was ist das Vergehen gewesen? Direkt da beim Bulli, der Stancesco. Ja, hoher Stock gegen den Stancesco. Der Captain von der Klotner hockt auf der Strafbank. Checks auch relativ ausgeglichen. Also, das ist wirklich nur die Goal. Sind so einseitig. Und jetzt. Ja, Jenny, auch Jenny kenne ich nicht als Checker, aber da im Spiel wird noch schnell mal jeder zum Checken, habe ich das Gefühl. Bürgler zieht das Powerplay auf. Ja. Oh, und dann verpasst der Forster hinten den Puck. Genoni verlässt sein Goal, spielt den Puck zum Südtor an. He's got that puck at the point. Gets that one up near. Und der Flückiger ist mittlerweile im Goal. Der Rüger hat einen Flückiger Platz gemacht. Hat also die Schnauze voll gehabt nach dem vierten Gegentreffer. Ja, da auch nochmal ein Check. Also. Sieht denn doch gerade zum Teil ein bisschen heftig aus, zum Teil. Davos's lead is now extended to 4. They can put him away. He'll tie up on that face-off. Ja. Now needs a little help. Da hätte Jenny Glück, dass es in die Spielerbank rausgeht. Es hätte auch nochmal eine 2-Minuten-Strafe gegeben.
Spielverzögerung, aber er ist ja wieder Spielerbank raus. Ach, schade. Ah, Mann hat noch wieder eine Chance. Kurz vor Ablauf der Strafe. Und jetzt heisst es eigentlich noch Schödau dritte. Weil der Match ist eigentlich gewonnen. Das sind die letzten 9,5 Minuten. Rennt nicht mehr an. Seine setzt sich durch. Oh. Beinahe 5-0. Und ein guter Check von Seine. Und der Rizzi. Ja, Pollack checkt der Rizzi einfach mal weg. Aus dem Stand. Und dann stand Cescu bricht den Stock. Und ein Konter. Ah, wer ist das gewesen? Ich glaube, der Ramholt. Ramholt ist natürlich kein Topscorer. Ja, der Böck ist draussen gewesen. Und der Wieser spielt dann auf der Rizzi. Und der Rizzi mit dem 5:0. Zweiter persönlicher Treffer von Sandro Rizzi. Wunderschön gemacht, wunderschön rausgespielt. Und damit noch ein weiteres Goal in dieser Partie. 5:0. Ja, der hat genau gepasst. Keine Abwehrchance für den Flückiger. Wieser und Ramholt mit dem Assist. Und der andere Doppeltorschütze ist wieder mies. Ja, 21 Schüsse gibt der Leonardo Giannoni mit einer super Partie, muss man wirklich sagen. Vor allem sind Kloten nämlich gefährlich zum Abschluss gekommen. Und der Giannoni mit dem Böck. Wird zwar gecheckt, kann sich aber auf der Beine heben und dann der Katastrophenpass. Der Jan von Aax nicht dort, wo er erwartet worden ist, aber der Giannoni auf dem Posten. Und der Marha befreit einfach einmal. Und dann gibt es Icing. Nur noch 1 Minute zu spielen. Jetzt soll natürlich der Shutout festgehebt werden. That's why his team is on top. They should win this game easily, and he's the big reason why. He's a star power player, and he put all of his offensive tools to work tonight. With Hedon, he picks that one up in front of his own net. Auf der Giannoni. To Giannoni. Two on two the other way. Und der wird wieder zu Boden gedrückt. Also wer den Giannoni kennt, der weiß, dass das niemals so funktioniert, wenn der jetzt zu Boden gedrückt wird. Von der Maß her. Statti check. Und es wird ein Shutout werden für den Giannoni. Da wage ich mich jetzt mal auf dünnes Eis raus. Good pass right out in front. Tremendous hit. Big time collision right there. Let's see who gets up. Jetzt mich also in der Zone fest. Back up along that blue line point. Der Stock ist auch ein bisschen gar hoch gewesen. This one's gonna be played by the goaltender in his own end. Aber Kloten kommt nicht mehr vor das Goal. Nein, der Match ist fertig. 5:0. Gewinne ich den Match. Saisonauftakt gelungen. Und ich bin mehr impressed mit wie sie defensiv in der dritten Periode spielen, als ich bin, wie sie scored early in the game. Eine Chance von den Klotner. Denn da, das ist 2:0 vom Steinmann. Da, das ist 4:0 vom Rito von Aax. Und dann hat der Rizzi da noch das 5:0 geschossen. Das da ist das 1:0 vom Rizzi und dann fehlt eigentlich jetzt nur noch das 3:0 vom Steinmann. Das sehen wir jetzt aber nicht mehr. Da noch schnell ein Überblick über die einzelnen Torschützen. Die sind drei Stars ausgezeichnet worden. Der Sandro Rizzi, der Yannick Steinmann, der Leonardo Giannoni. In der Reihenfolge ist klar natürlich der Rizzi mit 3 Scorerpunkten. Unter anderem das Game-Winning-Goal geschossen.
klar gewesen, dass er zur Nummer 1 auszeichnen wird. Und auch ebenfalls ziemlich klar gewesen, dass der Giannone und der Top 3 drin ist, auch wenn es 5 Gold gehabt, also zu 0, da ist meistens der Goalie auch nominiert. Da sehen wir nochmal Tor in der Übersicht. Das 1:0 durch den Rizzi ohne Assist, dann zweimal der Steinmann, da hat sich Jocki Bürgler und Michael Ramholt den Assist abholen können. Dann der Rito von Arx mit dem 4:0 auf Pass vom Rizzi und dem Back. Und dann das 5:0 der Rizzi mit seinem zweiten Goal vom Abend auf Pass vom Wieser und der Ramholt, der sich noch einen zweiten Assistpunkt abholt. Fürs Zuhören schauen, danke euch recht herzlich und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao!